Und damit herzlich willkommen zu meinem Reingeschaut in Star Wars Jedi Survivor. Ich bin jetzt ein bisschen früher online. Ich begrüße alle Twitch und alle YouTube-Zuschauer, die es auf YouTube jetzt sehen. Für die, die es auf Twitch natürlich sehen, sind sie jetzt hier live. Und ja, wie ihr seht, gibt es eine kleine Veränderung bei mir. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden, weil irgendwie lichtmäßig ist nicht so geil bei mir. Aber ja, damit müssen wir leben. So, ich würde sagen, wir legen los mit Star Wars Jedi Survivor. Heute Release-Tag. Erster Teil damals hat mich voll weggeflasht. Ich erwarte viel vom zweiten Teil. Ich habe auch gelesen, dass für PC, wo viele technische Probleme gibt, wie es auf den Konsolen aussieht, werden wir sehen. Legen wir los mit Star Wars Jedi Survivor für die PS5. Let's go. Jo. Mikro an, Mikro ist an. EA. Vielleicht ist das Licht ein bisschen hell, hä? Mal schauen. Ja, ich bin mit meinem Licht hier nicht so ganz zufrieden. Der Übergang ist nicht so sauber. Naja. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr mir die gerne schicken. Was Greenscreen angeht. Ich habe schon alles versucht, aber naja. Achso, halt. Ich muss noch hier was umstellen. Oh, so ist gut. Was haben wir denn hier? EA Lizenzvereinbarung. Ja, ja, fortfahren. Ganz ehrlich, wer liest sich das durch? Das tut doch keiner, oder? Warnung bitte vor dem Spiel lesen. Ja, ich habe keine Epilepsie. Wir wollen Kopfhörer. Untertitel ein. Untertitel ein oder aus? Lass uns mal ein. Okay, dann Helligkeit, ja. Grafik. Wir wollen Leistungsmodus. Kamera wackeln. Aus. So, wer das einstellen kann. Schon krass. Weiter. Kommen wir zum Intro, wa? Lass ich euch nochmal allein. Die nächste Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich war allein an das ziemlich lang und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin. Was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD1. Ich bin Cal. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt?
Da haben wir wohl jetzt nochmal eine Zusammenfassung bekommen, was im ersten Teil alles passiert ist. Und ja, die Ereignisse von Jedi Fallen Order. Beginnen wir eine neue Reise mit Cal Kestis. Spielt jetzt, glaube ich, 5 Jahre nach dem ersten Teil. Und ja, schauen wir es mal an. Schwierigkeitsgrad des Kampfes. Ja, normal halt, ne? Jedi-Ritter. Ja, ja. Neue Reise starten. Kommen wir jetzt zum normalen Intro. Bis gleich. So, dann sind wir wohl verhaftet worden. Alles klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das zu einem Plan gehört. Okay. Was haben wir denn hier alles so? Reise, Datenbank, taktischer Leitfaden, das galaktische Imperium. Okay. Das Coole an dem Spiel ist ja, dass man alle Fähigkeiten, die man am Ende von Teil 1 konnte, schon von Anfang an in Teil 2 kann. Da sollten sich manche Spieler echt mal ein Beispiel nehmen.
Oben rechts haben wir Levelanzeige. Unentdeckt, unentdeckt, alles klar. Was steht da? Fotomodus. Ja, interessiert nicht. Optionen haben wir alles gemacht. Dann. Ist die Übergabe. Let's go. Solche Geschäfte macht man am besten im Dunkeln. Sicher, aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen und uns in eine Skylane zu werfen? Er muss diese Sache geheim halten. Ja, alles klar. Er umgeht die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. Lange der Stream übrigens geht, weiß ich noch nicht, beziehungsweise das YouTube-Video. Schauen wir mal. Wir machen einen Umweg. Wenn ich stehen bleibe. Okay. Wir ratten in einem Labyrinth, das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Übrigens natürlich auch passend gekleidet zu Star Wars, gell? Wer kennt ihn nicht? Wisst ihr Bescheid? Ja? Staffel 3, top. Weiter geht's. Gehen Sie freiwillig oder wir verhaften Sie. Wir sind Bürger, so können Sie uns nicht behandeln. Ja? Sagt wer? Ah ja, das Imperium. Lassen Sie mich gehen, ich flehe Sie an. Ebene 2046 hat schon bessere Tage gesehen. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Guten Tag. Ich bin Senator Darrow Sigler. Es ist schwer genug, in dieser Galaxis über die Runden zu kommen. Nicht, wenn an der Propaganda gelangt. Schnauze, Gefangener. Aber wie können wir Fortschritte machen, wenn Terroristen... Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausnahme macht. Tja, wir haben etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Ich seh's. Was siehst du? Den haben sie am Kontrollpunkt schon gescannt. Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Achtung! Die Ebene 2046 geht auf Befehl von Senator Sajan ab sofort an der Ausgangssperre. Räumen Sie die Straßen und bleiben Sie bis auf weiteres in Ihren Häusern. Jede Zuwiderhandlung führt zur Inhaftierung durch die Sicherheitspatrouille. Guck mal, mein Ton anders. Komm hierher, Jedi. Ja, ist er. Der Rest von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Sind das die Typen? Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem schakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Die müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Ob man Vader wo sieht? Hier entlang, Jedi. Ganz ruhig. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreien Zustand sein. Der Senator hat verlangt, dass ich ihn den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Ruinen. Aua. Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltener Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis.
Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Wollte gerade sagen, der hat einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norset. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Sorge Rever gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Es geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. L2, Magnet. Haltet den Jedi auf! R2, tippe R2 an, um mit Schub einen einzelnen Gegner zurückzuwerfen. Und halte, um eine Gruppe von Gegnern zurückzuwerfen. Mit Fähig ein Lichtschwertangriff. Okay. Ich hab das gerade richtig gesehen. Man kann Körperteile abtrennen. Das ist neu. Aua. Du hast immer noch keine Chance. Komm schon, auf ihn! Ah, das braucht. Das alles, Senator? Kommen Sie raus, dann reden wir. Torso geht nicht. L1 ist blocken. Reparieren. Wie machst du das? Kann es sein, dass das Parieren ein bisschen einfacher geworden ist? Wir wollen es aber wissen, ja? Schnell, Senator. Los, BD. Jetzt kommt er zu uns. Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng. Festhalten! Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Ja. Das war knapp. Ja, doch, Mechanik. Das ist nicht dein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. Ja, wie früher. Wo
Wo ist der Senator? Seine Yacht ist weg. Siehst du sie? Negativ. Mach Meldung. Was ist mit dem Gefangenen? Vielleicht beim Senator. Oder er ist gestürzt. Ich will eine Bestätigung, bevor die Kommunikation des Senators wieder online ist. Siehst du was? Noch nicht. In diesen Docks müsste mittlerweile ein ganzes Platz. Was war das? Wir müssen weg, BD. Aber die können ihn nicht treffen. Vielleicht doch. Coruscant. Cool. Haben wir eigentlich noch eine Karte? Fähigkeiten. Schub, Magnet, Präzisionsausweichen. Basisangriff. Blocken. Blocken. Doppelklinge. Okay. Erkundung. Holokarte ist Touchpad. Jedi-Saito. Motorisierte Seilrutsche. Krass, was der alles neu kann. Oder noch kann. Kampfstile. Ja, das Neue in dem Spiel ist, man kann jetzt zwei Kampfstile mitnehmen. Von, ich glaube, 4 oder 5 verschiedenen. Find ich cool. So, Karte. Habe ich noch nicht. Schade. Sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Geduld, Klingen Emitter. Okay. Kann er eigentlich auch schon Wandlauf? Hier im Moment anscheinend noch nicht. Wir müssen diese Yacht vor dem Imperium finden. Gibt's sonst noch irgendwas zu entdecken? Das Metroid Spielprinzip sind sie sich treu geblieben. Also. Hast du etwa vor, einen direkten Befehl zu missachten? Ich meine nur, dass wir für sowas Jetpack-Truppe haben, oder nicht? Der Bezirk ist groß. Sie führen den Kassaugen nach oben. Macht's gut. Egal welche Informationen der Senator hat. Ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Du gibst die Hoffnung nie auf, was, Kumpel? Aber es ist geil, dass man Coruscant besucht. Auch wenn wir in der untersten Ebene sind. Wahrscheinlich. Schade, dass im Spiel 1313 damals nichts geworden ist. Hätte mich echt interessiert. Irgendwo noch eine Kiste versteckt? Nee, sieht nicht so aus. Kreis? Ja, dachte ich mir. Dort können wir uns ausruhen. Das ist das Lagerfeuer von... Machen wir eine Pause. Dark Souls inspiriert? Meditationspunkt. Die Interaktion, ja, weiß ich doch. Ausruhen, ja. Ist ja nichts Neues. Investiere an Meditationspunkten Fähigkeiten, Punkte, um Upgrades freizuschalten. Haben wir? Oh, wir haben schon einen. Cool. Wow. Licht überleben, Lichtschwert macht. Ich habe aber nur bei Lichtschwert ein. Alter. Ausfallender Schlag. Okay, krass. Halte Dreieck, um einen weitreichenden Stoßangriff auszuführen. Okay. Da gibt es aber eine Menge bei Lichtschwert. Macht. Gesperrt. Überleben. Okay. Ausruhen, regeneriert Leben und Macht, respawnt aber alle Gegner. Das haben sie irgendwie nie erklärt, warum die Gegner alle wiederkommen, aber ja, es ist halt Dark Souls Prinzip, ne? Oh. Komm schon, Kumpel. Gibt's noch irgendwas? Ja. Noch nicht, wer ist das hier? Bitte nicht.
Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Erschießt ihn. Durch die seltene Gabe der Psychometrie erhält Karl dank der Macht Einblick in die Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Okay. Noch irgendwas? Mal da hinten gucken. Zum Weitergehen? Immer schön in jede Ecke gucken. Schalter, Geduld. Und jetzt? Hallo? Hä? Hey? Bestimmt darüber. Warte mal. Hier da? Hä? Hey? Bin ich blind? Müssen wir jetzt lang? Kann ich darüber? Wir probieren es mal aus. Nope. Lang? Bis darüber werde ich nicht kommen, oder? Ist irgendwo ein Seil? Oh, jetzt kann ich gerade aufmachen. Ach, ich muss hier gar nicht hin. Ich muss da hinten rechts. Lol. Bin ja total falsch. Ich muss hier lang. Nee, Quatsch, von da bin ich gekommen. Hier lang muss ich, Gott. Aber die Karte haben sie jetzt ein bisschen präziser gemacht anscheinend, ha? Nach wem suchen wir? Der Verdächtige ist männlich. Wurde zuletzt in Dock 27 gesehen. Ich sehe. Hallo, dich. Jungs. Das Parierfenster ist echt groß geworden. Komm hier rüber, Eindringling! Ich kriege dich! Ach, die Geräusche sind einfach zu gut. Wo müssen wir lang? Wahrscheinlich da oben lang, ne? Geh erstmal hier lang. Ein seltenes Mineral, nehme ich an. Ja. Prioritklumpen. Erkunde weiterhin die Galaxis, um diesen Schatz zu entdecken und herausfinden, für wen er wertvoll ist. Okay. Wunderschön. Das ist gerade richtig gesehen. Es gibt 100 Stück davon. Yay. Yeah. Oh, schon praktisch, wenn man schon die Fähigkeiten kann. Aber die Loading Gates gibt's immer noch. Die versteckten. Holokarte freigeschaltet. Na ja, ich eben schon. Die Holokarte zeigt Kerls aktuelle Position und die Position des Hauptziels an. Das Gebiet mit dem Hauptziel wird zudem in Gold hervorgehoben. Mhm.
Gelbe Tore führen zu unerforschten Gebieten. Grüne Elemente zeigen verfügbare Wege an, während rote Elemente aktuell gesperrt sind. Du kannst die Farben in den Barrierefreiheit-Einstellungen ändern. Die Legende Dreieck zeigt Symbole auf anderen Sehenswürdigkeiten und Filter an, die ein- und ausgeschaltet werden können. Unter Sammelobjekte Viereck wird ein Fortschritt für das aktuelle Gebiet angezeigt. Was gibt's denn hier? Das ist die Yacht. Treibt immer noch dahin. Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Es gibt noch einen Machtriss. Dann hätte ich alles. Okay. Machtriss. Ach, um hier die Macht zu erweitern. Gehen wir nach unserer Schicht einen abmessen? Klar, ein Roboter könnte ich schon vertragen. Ich habe gehört, die machen sie aus Scratch. Das ist nur ein Gerücht. Schön. Was ist mit diesem Nudel aus? Die Augurengasse hat geschlossen. Der Senator hat was am Köcheln, was? So wie immer. Solange ich meine Kredits bekomme, geht mich das nichts an. Das ist ja ein schöner Kampf. Läuft. Hey. Nicht da hoch. Dann hier lang. Oder da lang. Ich kann nicht glauben, dass wir eine Zukunftsschicht machen müssen. Viele Verbrechen auf den Straßen zurzeit. Drücke nach rechts, um den Lichtschwert-Kampfstil zu wechseln. Ich dachte, da könnte jemand reinschleichen. Lass sie nicht entkommen. Vorsicht! Wir werden dich büßen lassen. Jetzt kann ich glänzen. Wow. Das ist immer mega. Okay, das ist ganz schön stark geworden. Da ist er schießt ihn. Oh, dann schieß mal. Hat Kerl einen Blockausdauer mehr, ist er vorübergehend betäubt und verwundbar. Hat aber gereicht. Okay, wo ist der Machtriss? Der fehlt mir noch. Wir sind bald da. Alles klar bei dir, BD? Nach unten sehen. Hab mich, Verräter. Ah ja. War klar. Warst du so lange? Ach, ich hab ein bisschen rumgehangen und die Aussicht genossen. Ist eine Weile her, dass ich auf Coruscant war. Hm. Danke, Baut. Dafür bin ich hier, Kestis. Du bist wer? Als ich das Dock einstürzen sah, dachte ich, dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Ha. Wo ist die Crew? Unterwegs zur Yacht. Wir treffen sie dort. Oh, und Bravo will Funkstille. Funkstille? Bravo kennt sich aus. Ich glaube, ein Shortcut, oder? Abkürzung freigeschaltet. Oh. Ja, komm. Gehen wir nochmal. Was ist eigentlich Medipack? Hilf mir besser. Nach oben, ja. Können wir nochmal ausruhen? Haben wir im Moment nur zwei. Rechts sehen wir auch die Stärken und Schwächen.
Aha. Okay. Fähigkeitspunkte haben wir leider nicht. Coop und Liz hatten sicher schon Hunger. Hungrige Klatuinianer. Das wollen wir nicht. Erinnere mich, dir irgendwann von dem Job auf Corrida zu erzählen. Ja, was hat Kerl eigentlich alles gemacht in den 5 Jahren? Anscheinend hat diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Wer steht das da hinten? Das wäre ich. Ah, Coruscant sieht schon geil aus. Wie kriegen wir dich darüber? So. Also, das hat nicht geklappt. Kannst du diese Kiste zerlegen? Versuchen kann ich. Versuch's jetzt! Hat man jetzt öfters einen Gefährten dabei, oder was? Dieses Jetpack ist praktisch. Erinnere mich daran, dir zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Mandalorianer. Lauf und springe auf... Ja, den Moment laufen kann er noch. Dich so zu bewegen. Mein Meister. Nach jedem Sturz hat er mich wieder auf die Füße gestellt. Klingt für mich wie ein guter Lehrer. Sturmtruppler-Patrouille. Die suchen nach uns. Besser nach uns als der Yacht. Hier hoch darf ich nicht. Noch nicht, zumindest. Zeigt mir aber grün an. Aber ich komme da nicht hoch. Na gut, die kommen auch nicht rüber. Und wie soll ich da jetzt hochkommen? Ah, hier, oder? Oh. Was haben wir hier? Was gefunden. Ich kriege die Hälfte, oder? Ja. Wie komme ich jetzt da hoch? Oh. So? Ja. Beeindruckend. Wer braucht schon ein Jetpack? Ha! Siehst du das Kabel? Schon dabei, Kestis. Cool. Gefährten können ruhig öfters dabei sein. Doch schon, denke ich, alle Kisten. Coruscant-Lackierung. Hä? Ach, hier gibt's ein neues Gebiet. Oh. Da habe ich wohl den Riss verpasst. Naja. Man kommt später so oder so nochmal zurück. Vielleicht komme ich zu dem Riss auch noch gar nicht. Wer weiß, oder ich bin einfach nur blind. Umgehen. Daneben mittendurch. Bereit, wenn du es bist, Kestis. Aufpassen! Leute, ist er uns? Weiter so! Reiß ihn heim!
Das ist schon cool. Wir sind ein gutes Team. Truppler im Anmarsch. Sollten Sie überraschen. Klar, auf dein Signal. Halte R1 und drücke 4, um Boden zu... um Bode zu bitten, einen anvisierten Gegner anzugreifen. Jetzt! Okay. Die Bösen machen niemals Pause, Kerl. Okay, du kannst kämpfen. Ja, du auch. Ich kann keine Binärsprache, aber ich verstehe dich, BD. Gruppenaktion. Ha. Oh, man kann sogar zweimal ausweichen. Versuchen wir es, Dala. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Jedi. Tür. Ich muss meine Mitte finden. So, ich will aber mal sagen, ich mache mal kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.